Danke fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Wir machen weiter und zwar endlich das Video mit dem E92 M3. Das Kfz steht genau hinter mir. Wow! Spaß beiseite, da kamen ja auch viele Anfragen. Fatih, was ist mit dem M3 passiert? Freunde, mit dem Fahrzeug ist nichts passiert. Das Fahrzeug steht hier in der Garage. Es ist die ganze Zeit an der Batterieladestation und er ist sauber. Was soll ich dazu sagen? Habe ich das Fahrzeug vermisst? Jetzt aber. In diesem Video werde ich euch meine E92 M3 zeigen. Wie gesagt, in diesem Video werde ich euch das Fahrzeug von mir zeigen. Für die Leute, die das Fahrzeug noch nicht kennen. Es ist ein E92 M3. Die Garage habe ich gerade erst aufgemacht. Boah, ist richtig warm. Lass mal ein bisschen hier draußen mal abkühlen. Wir haben mittlerweile wieder 30 Grad hier. Ich weiß gar nicht, wann das Video online kommen wird. Aber in der Garage habe ich gerade 40 Grad gefühlt. Gib mir mal ein paar Sekunden Zeit, ey. In diesem Video werde ich das Fahrzeug nicht fahren. In den nächsten Videos auf jeden Fall mehr mit dem M3 auf der Straße. Ich will mir überlegen, was kann ich euch an dem Fahrzeug gleich noch zeigen. Wollen wir vom Innenraum starten? Was meint ihr? Was habe ich bis jetzt alles an dem Kfz verändert? Schau mal kurz die Lichtverhältnisse. Akzeptabel, oder? Ist akzeptabel. Ich bin komplett im Sommermodus. Urlauber, so wie ihr sehen könnt. Das Fahrzeug ist noch offen. Bräuchten wir hier Licht? Nein, ne? Ist schon dunkel hier. Ist schon dunkel. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das Fahrzeug ist wirklich noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Wie die Zeit vergeht, ey. Schaut mal an, was ich hier alles habe. Kassenbons. Und alles voll. Alles voll. Boah. Hier sind die ganzen Euros von mir. Spaß beiseite. Natürlich nicht. Das sind alle Kassenbelege, wirklich nur 102 getankt. Komplett nur von Aral jetzt. Mich würde schon interessieren, was habe ich in den, dieses Jahr im August sind es 4 Jahre. Ist schon krass, ne? 4 Jahre. Seit 4 Jahren habe ich das Fahrzeug immer noch. Geil. Hoffentlich nochmal 4 Jahre, 14 Jahre, 40 Jahre. Geil. Also ich bin vom Fahrzeug noch begeistert. Ich sage dazu noch. In der nächsten Zeit wird es, glaube ich, dies natürlich nicht ändern. Das Fahrzeug wird bei mir bleiben. Falls ich da Preisangebote kriegen sollte, gerne einmal melden. Aber ich sage jetzt schon wieder, das Fahrzeug wird nicht verkauft. Da muss wirklich eine Summe dahinter, wo ich sagen kann, ist okay, komm, ist machbar, gebe ich ab. Aber wenn das Fahrzeug verkauft werden sollte, glaube ich, würde ich mir kein E92 mehr kaufen. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich mir einen neuen danach wieder kaufen sollte, weiß ich ganz genau, ich werde immer diese Farbe vermissen. Deswegen, falls ich den E92 M3 verkaufen sollte, werde in den nächsten Wochen, Monaten oder in den nächsten Jahren, werde ich mir keinen E92 zulegen. Da wird es eventuell ein Zweisitzer. Aber ich glaube nicht, dass ich mein Fahrzeug verkaufen werde. Weil es ist wirklich krank, ne? Ich zeige euch kurz das Fahrzeug einfach von hinten. Ich bekomme schon viele Anfragen, ob das Fahrzeug zum Verkauf steht. Und nein. Für diejenigen, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, das ist mein E92 M3. In der Farbe vorher orange, ist im Baujahr 2012. Facelift Competition. Jeder möchte zu seinem E92 M3 in Competition. Also wenn jemand ein E92 M3 sucht, dann sagen sie immer, muss ein Competition sein. Für mich spielt es dies keine Rolle. Dies wollte ich gesagt haben. Am Competition sind nur ein paar Sachen anders und das war es aber auch. Nicht bei den neueren F-Reihen oder bei der G-Reihe jetzt. Ne? Muss jetzt nicht sein. Dies wollte ich kurz gesagt haben. Am Fahrzeug habe ich, was habe ich an dem Kfz alles verändert? Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Carbonflex verbaut. Links und rechts natürlich. Ansonsten an der Front habe ich nichts gemacht. Ich weiß, das Fahrzeug steht gerade in der Garage zum Aufnehmen. Ist es gerade nicht so schön. Aber ich wollte mal kurz vor dem Urlaub euch eine E92 mal zeigen. Wirklich ein schönes Fahrzeug, kann ich nur empfehlen.
Oh, was werden wir noch machen am Fahrzeug? Gerne in die deine Meinung in die Kommentare. Ich habe bis jetzt am Fahrzeug wirklich nur Inspektionen durchgeführt. Alle Öle immer gewechselt, jedes Jahr. Ansonsten habe ich wirklich nichts gemacht am Optischen. Natürlich mal sauber gemacht. Was mich am E92 wirklich, also was ich wirklich feiere am E92, dieses schöne Carbondach. Also auf jeden Fall, was ich auch sagen kann, ist, wenn du dir ein E92 kaufen solltest, dann muss das Fahrzeug meiner Meinung nach ein Carbondach besitzen. Safe, definitiv. Es gibt auch Fahrzeuge, Competition jetzt, die haben Schiebedach. Ich bin kein Fan davon, muss ich wirklich sagen. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, aber ich bin der Meinung, E92 M3 mit Carbondach sieht sehr, sehr schön aus, sieht sportlicher aus. Wirkt irgendwie auch krasser, geiler, schöner. Was werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch machen? Wie ihr seht, habe ich hier den Competition Spoiler verbaut. Dies werde ich abnehmen und dann werde ich mir den anderen Spoiler hier drauf klatschen. Und zwar, der müsste genau hier sein. Wo habe ich den noch? So, hier. Dies kann ich euch kurz zeigen. Nagelneu. Den hier. Den werde ich drauf klatschen auf jeden Fall. Der ist nice. Der wird auf jeden Fall hier drauf kommen. Meiner Meinung nach, vom optischen her, sieht es wirklich sehr, sehr schön aus mit dem Spoiler hier. Dies werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf jeden Fall dran montieren. Die Montage werdet ihr auch auf dem Kanal von mir sehen. Ich bin das Fahrzeug erst letztens gefahren. Wir haben jetzt mitten der Woche oder fast Ende der Woche, Donnerstag. Und das Fahrzeug habe ich zuletzt, letztes Wochenende an einem Samstag gefahren. Puh, ich bin wirklich am Schwitzen. In den nächsten Videos wird das Fahrzeug wieder rauskommen. Dann machen wir zusammen ein Video mit dem. Wie gesagt, auch in den letzten Videos habe ich euch ja gesagt, die neue Videoreihe jetzt, wo ich jetzt wieder mit YouTube Pause hatte und dann wieder durchgestartet bin, jede Woche ein Update-Video von dem Fahrzeug, was alles gemacht wurde. Bis jetzt am E92 M3 noch nichts gemacht, bis auf die Inspektion. Dieses Jahr die Inspektion habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, wird das Fahrzeug eine neue Inspektion kriegen. Heißt wieder ein frisches Öl, Ölfilter. Ich benutze immer 10W60 von dem. Zuletzt war es von der Marke Castrol. Dann haben viele auch reingeschrieben, Castrol, bin ich kein Fan mehr davon. Früher war natürlich war Castrol besser. Jetzt habe ich gehört, Castrol soll vom Material nicht mehr so gut sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Was ich dazu sagen kann, ist, ich fahre 10W60 Castrol. Keine Probleme. Die Preise von dem E92 M3, die sind brutal gestiegen. Brutal gestiegen. Deutsches Fahrzeug vor Facelift 40.000. 40.000. Wobei ich auch beim E92 M3 sagen muss, ich bin letztens einen Schalter gefahren. Schalter ist auch richtig schön. Feier ich wirklich. Falls du dir den E92 M3 kaufst, sag bitte nicht, muss unbedingt DKG sein. Glaub mir, wenn du einmal den E92 Schalter gefahren bist, wie es sagt, E92 M3 musst du als Schalter fahren. Schalter ist wirklich sehr, sehr schön. Die Downshifts kannst du auch machen. Viele sagen, nee, knallt nicht so wie DKG. Ja, aber er knallt schon wirklich gut. Würde ich jetzt E92 M3 den hier jetzt in der Farbe als Schalter haben, würde ich auch nicht dahin sagen. Ne? Ich selber habe bis jetzt einen in der Farbe Feuerorange und als Schalter noch nicht gesehen. Falls du dich besser auskennen solltest als ich, gerne hier unten in die Meinung in die Kommentare rein. Aber ich bin der Meinung zu 100%, ich sage jetzt mit Ansage 100%, E92 M3 Competition Schalter no. No way in dieser Farbe. Fatih, wie schaut's aus? Was fährt der auf 100, auf 200? Da könnt ihr auf jeden Fall euch darauf verlassen, dass dieses Jahr ein Video kommen wird. Und für diejenigen, die meinen, das Fahrzeug ist langsam, jeder 335i oder 535 Diesel zieht ihr weg, das stimmt leider nicht. Also Freunde, ich muss euch enttäuschen, das Fahrzeug fährt sich sehr gut. Jeder, der bis jetzt in meinem Fahrzeug mitgefahren ist oder wo ich angesetzt habe, keiner hat damit gerechnet. Ich muss wirklich sagen, toi, 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 das Fahrzeug fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Ich bin der Meinung, das Fahrzeug hat... Nee, machen wir es spannend. Falls das alles dieses Jahr noch funktionieren sollte, könnten wir mit dem Fahrzeug an die Optik rangehen. Ich sage es jetzt schon mal, da wird nicht allzu große Sachen passieren. Ich Bremssattel mal umlackieren in der Farbe Orange. Eventuell machen wir den kleinen Spoiler noch da drauf. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich die M-Performance Abgasanlage tauschen soll. Ich weiß noch nicht, weil die M-Performance knattert nicht gut.
aber deine Meinung gerne in die Kommentare. Tiefer Link vielleicht vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Gewindefahrwerk kaufe und so oder nur Federn. Wie gesagt, deine Meinung bitte in die Kommentare rein. Für diejenigen, die jetzt wirklich, wirklich das Fahrzeug auf der Rolle sehen wollen, gib mir ein paar Likes. Deine Meinung in die Kommentare. Schreib mal gerne rein. Wollt ihr das Fahrzeug auf dem Prüfstand sehen? Wenn ja, gebt jetzt den Daumen nach oben da. Das war jetzt ein kurzes Video für euch. Wie gesagt, das sollte jetzt ein Update sein von dem E92 M3, was dann passiert ist. Das Fahrzeug, wie gesagt, steht bei mir in der Garage. Jetzt haben wir ein besseres Licht, sehe ich gerade. So sieht das Heck von dem aus. Entschuldige mich bitte, in den nächsten Videos wird ihr das Fahrzeug draußen sehen, natürlich auch während der Fahrt. Mich würde auf jeden Fall auch mal interessieren, wie viel PS hat das Fahrzeug. Was man noch machen könnte ist, weil ich auch viele Anfragen mal kriege von BMW M-Fahrern, wollen wir mal ein Treffen organisieren, so ein kleines Treffen unter uns, 5, 6, 7 Fahrzeuge, können wir gerne machen. Ich bin überhaupt nicht abgehoben oder sonst was. Schreibt mich gerne an, ob es ein E36 ist, E46 ist, E39 ist, F10 ist oder was halt auch immer. Ich habe überhaupt kein Problem damit, schreibt mich gerne an, wir können uns gerne treffen, ist überhaupt kein Problem, ich bin ein Fan davon. Man kann immer neue Leute kennenlernen, könnte auch wirklich interessant sein, ein paar M-Fahrzeuge zu sehen auf dem Kanal. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Wie gesagt, wir können uns alle mal treffen, mit den Fahrzeugen einmal rausfahren, ein bisschen ballern, ihr wisst, was ich meine. Bisschen neue Kontakte knüpfen und das war's aber auch. Ich würde jetzt auch sagen, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In den nächsten Videos, versprochen, werden wir das Fahrzeug draußen filmen und auf der Straße. Sorry. Gib jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal Fatih10R. Denkt dran, Freunde, supporten. Support kostet nichts. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.